Hallöchen, Hallöchen zusammen. Mit dem Origins Update habt ihr ja schon mitbekommen, hat sich die Ausbeute der Mineralienextraktoren etwas verändert. Also so wie wir es vorher gemacht hatten, ich hatte ja da schon mehrere Videos zu gemacht, wie man 1 Milliarde Units pro Tag scheffeln kann. Ja, das funktioniert so jetzt nicht mehr, funktioniert aber trotzdem. Nur ein bisschen anders. Und das will ich euch heute erklären. Ich habe jetzt extra auf die Nacht gewartet, damit diese Mineralienextraktoren nicht die ganze Zeit hier rumstampfen. Also die bauen immer noch ab in der Nacht, aber nachts wird diese Animation und der Sound nicht abgespielt. Warum auch immer. Aber finde ich ganz gut. Dann werden wir hier erstmal ein paar Minuten nicht gestört. So, ich habe hier ein Vorkommen. Ein aktiviertes Indium Potenzial S. Also ein S-Vorkommen, das Beste, was es gibt. Und Dichte am Boden, die wird immer da angezeigt, wo ich gerade stehe. Ja, und wenn ich jetzt hier rangehe, komme ich bis 88 und ja, da müsste ich hier reinhopsen. So. Wenn ihr einen Mineralienextraktor genau auf das Zentrum dieses Hotspots stellt, habt ihr ungefähr 610 bis 620 Ausbeute pro Stunde. Das ist Maximum. Baut ihr dann ringsrum, so wie das früher mal Usus war, Mineralienextraktoren, dann wird das immer weniger. Also die Ausbeute, die verringert sich massiv pro Extraktor, dass sich das eigentlich gar nicht mehr lohnt. Es gibt eine maximale Anzahl an Extraktoren, die man wirklich zusammensetzen kann. Und das sind nämlich genau 4. Und genau die habe ich hier. Hier stehen, das sind 4 Stück und da in der Mitte ist das Zentrum, dass ich möglichst viel Ausbeute habe. Hier habe ich jetzt solche 590, 577 und diese 4 sind jetzt verbunden mit dieser Reihe an Versorgungsdepots. So, und hier sieht man schön, Extraktionsrate 2347 pro Stunde. Wenn ich genügend Lagerkapazitäten habe oder dementsprechend oft genug hier ran kann, um das rauszuholen, mache ich mit diesen 4 Mineralienextraktoren rund 53 Millionen Units pro Tag. Mit diesen beiden, mit diesen 4 hier. Würde ich jetzt noch einen 5. anschließen, dann würde das hier massiv nach unten gehen, die Ausbeute. Dann würden hier nur noch 300 ein bisschen aus jedem Einzelnen rauskommen. Und wenn ich noch mehr dran setze, dann wird es immer weniger. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, wir wollen ja möglichst maximale Ausbeute haben. Also, was machen wir? Haha, wir nutzen die Spielmechanik einfach mal aus. Wir haben ja hier das Zentrum und das wird natürlich von der Dichte her, von der Ausbeute her, nach außen hin kreisförmig immer weniger. Aber nach oben wird es nicht bedacht. Und das können wir ausnutzen. Das wäre so, als wenn wir jetzt hier einfach mal so einen Wegpunkt setzen. Ja, und der strahlt nach oben ab bis in der Atmosphäre. Und genauso hoch können wir auch bauen und dieses schöne Konstrukt hier wiederholen. So, ich habe, glaube ich, immer zu viel gedrückt. Nee, hat er nicht mitgekriegt. Alles klar. So, dann gehen wir mal raus. Ich in meine Baukamera, falls hier wieder gleich ein Sturm kommt. So sieht der Spaß aus. Man baut einfach übereinander diese 4 Mineralienextraktoren. Und dann bleibt auch die Ausbeute erhalten. Also die haben jetzt alle identische Ausbeute. Ab und zu bin ich mal ein paar Millimeter verrutscht hier beim Bauen. Dann hat der eine mal 5 weniger, der andere hat 5 mehr. Aber es passt alles. So, jetzt kommt aber noch ein großes Problem, wenn wir die jetzt zusammen an einen großen Komplex Versorgungsdepots hängen, dann geht die wieder runter. Das würde uns auch wieder alles zerstören an Ausbeute, weil die ja dann im Endeffekt doch alle miteinander verbunden sind. Das dürfen sie halt nicht sein. Und deswegen habe ich hier einzelne Reihen mit Versorgungsdepots gemacht. Und immer, zum Beispiel hier kann man es jetzt schön sehen, das sind 4 Stück. Die sind nur mit diesem verbunden und das geht runter in diese Reihe. Ist also autark am Produzieren. Die da drüber, die produziert autark
für die nächste Reihe, für diese Reihe und so weiter und so weiter. Ich bin noch lange nicht fertig, das geht noch ein bisschen höher. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ihr 1 Milliarde Units pro Tag verdienen wollt, dann müsst ihr das bis da oben hinbauen. 18 Etagen müsst ihr dann bauen. Also 18 mal 4 übereinander und dann ist das kein Problem. Bei einem S-Vorkommen natürlich. Bei einem A braucht er natürlich noch wesentlich mehr, weil die Ausbeute da generell geringer ist. Aber so ein S-Vorkommen zu suchen, das so ein, ja, das dauert schon ein bisschen. Ich habe, glaube ich, diesmal wieder 1,5 Stunden gebraucht. Und für den Bau hier habe ich jetzt keine 2 Stunden gebraucht. Das geht eigentlich relativ zügig. So, ist ja Nachtdiebkindstrom. Und das ist es eigentlich. Mehr müsst ihr da tatsächlich nicht machen. Ja? Ihr müsst dann halt wirklich hingehen und zum Beispiel wie ich hier aktiviertes Indium, da ist immer irgendwo ein Sturm, ja, was ziemlich nervig sein kann. Deswegen habe ich mir hier halt so einen Gang gebaut und immer Türen, immer schön hier, zack, ich bin hier immer geschützt und kann einfach alles abholen. Alles gar kein Problem. So, und das mache ich dann, wenn ich 1 Milliarde pro Tag verdienen will, mache ich das halt, ja, 18 Mal in Folge. Und dann ist es gut. Wie viel Versorgungsdepots ihr in einer Linie braucht, das hängt ja immer davon ab, wie viel Zeit ihr habt, mal zwischendurch reinzuschauen. Wenn ihr wirklich 24 Stunden das Ding füllen lassen wollt, könnt ihr ja ausrechnen, ne? Das sind jetzt 2347 pro Stunde. Mal 24 Stunden, wie viel Lagerplatz brauche ich? Das ist schon ordentlich. So, das Ding hier ist nach 5 Stunden voll. Ja, nach 5 Stunden müsste ich es also wieder rausholen, wobei es mir persönlich egal ist, weil so viel Geld kann kein Mensch für irgendwas benutzen. Ja, das macht man vielleicht temporär mal ein kleines Weilchen, ein paar Tage und dann, was will man mit dem ganzen Geld? Das ist ja jetzt nur für euch mal so eine... ja, so ein Tipp, falls ihr wirklich süchtig nach Milliarden und Milliarden seid. Ihr könnt ja eh nur 4,3 Milliarden oder waren es 3,4? Ich verwechsel das immer maximal auf eurem Konto haben. Ja, und ausgeben kann man es tatsächlich nur sehr schwer. So viel Geld. Also da müsste man ja schon seine ganze Flotte komplett ausbauen wollen mit den Slots. Das wird dann richtig teuer. Das ist somit das Einzige, wo man so viel Kohle braucht. Aber so könnt ihr jetzt mit euren Mineralienextraktoren wieder sehr effizient arbeiten. Ich habe nämlich auch in den Kommentaren jetzt schon öfter gelesen, kannst du nicht mal ein Video machen und Hilfe, was ist bei mir los? Seit dem Update habe ich jetzt nur noch, mache jetzt nur noch 90 pro Stunde im Extraktor und ja, jetzt wisst ihr, woran das liegt. Also maximal 4, dann diese 4 autark in eine Lagerreihe reinbauen und dann die nächsten drüber und so weiter und so weiter. Bei den Wänden habe ich zwei komplette. Wir gehen mal, na so ist Quatsch, so. Gehen wir mal kurz mal raus hier. Oder auch nicht. Dann gehe ich halt durch die Tür durch, wenn da alles voll ist. So, 2 Wände reichen nicht. Ja, weil das ein bisschen höher ist, deswegen habe ich hier noch so eine kleine Wand reingebaut. Das zeige ich euch mal unter. So, wir brauchen Metallplatte. Ihr könnt es natürlich bauen, wie ihr wollt. Ja, müsst ihr natürlich nicht machen. So, hier ist es. Genau, die kleine Metallwand. Die noch oben drauf gesetzt und dann passt auch die nächste Platte, wo ihr dann den nächsten Extraktor draufsetzen könnt. Ich habe das halt so gemacht, damit ich hier nicht irgendwie verschoben bin. Ich habe alles zentral unten zentriert. Unten die Basis, das Fundament, das war am... Ja, das war sehr tricky. Sagen wir mal so. Dass ich die Platte so hinstelle, dass wirklich die Mitte wirklich in der Mitte ist. Und im Zentrum, dass ich die dann schön ringsrum anordnen kann, die 4 Extraktoren. Und dann, wenn das erstmal steht, dann brauche ich ja nur noch nach oben. Ja, da passiert ja nichts weiter. Das verschiebt sich vielleicht um ein paar Millimeter hier drin. Ja, und deswegen habe ich das halt so gebaut. Oh, jetzt sieht man das Ende kaum. Schön. Ja, also immer noch möglich, richtig viel rauszuholen. Ich hoffe, sie fixen das nicht.
Wobei es ja ein bisschen Quatsch ist, dass Mineralienextraktoren übereinander funktionieren. Das. Na, aber ist ja gut. Ja, wir nutzen das so lange, wie es geht. Ja, freuen uns, und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann kommt wieder ein neues Video. Und wer überhaupt noch keine Ahnung von dieser ganzen Thematik hat, ja, dem empfehle ich das letzte Video, das verlinke ich hier gleich, die ganze Guide-Reihe verlinke ich hier gleich. Und da erfahrt ihr dann, wie ihr überhaupt solche Hotspots findet, ja, was ihr dafür braucht und so weiter und so fort. Ja, und wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentarfunktion oder reinschreiben oder kommt auf unsere Discord-Server. Ja, unsere Community, die ist sehr hilfreich, gerade bei No Man's Sky, weil halt sehr, 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 sehr viele Spieler No Man's Sky-Spieler sind auf meinem Kanal. Was sich auch sehr, sehr lange nicht ändern wird, wahrscheinlich. Auch wenn ich andere Spiele zurzeit spiele. Ja, also kommt einfach auf den Discord-Channel. Da kriegt ihr auch Hilfe, wenn ihr Fragen habt. Ja, lasst einen Daumen da, und wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut in der Videobeschreibung. Da würde ich mich natürlich auch super freuen. Gut, dann hoffe ich, euch geholfen zu haben, und bis zum nächsten Mal. Ciao.